Es geht endlich los. Delta Force, der Extraction Loot Shooter von Tencent Games, startet in die Alpha. Und wir hauen dazu unseren Guide raus. Einsteigerhilfe, was muss man am Anfang beachten, die komplexe Menüführung, Munitionstypen und. Also einmal komplett runder Umschlag für die Alpha von Delta Force. Wir müssen unsere Operator jede Runde neu ausrüsten. Und dabei ist die Waffe ganz besonders wichtig. Dazu gehen wir oben auf Büchsenmacher und wählen in den riesen Listen eine Waffe aus. Ich empfehle hier erstmal auf das Gewehr zu gehen. Und gerade am Anfang lohnt sich hier das AKS-Sturmgewehr. Denn das AKS-Sturmgewehr ist die günstigste vollautomatische Waffe, die man am Anfang bekommen kann. Als nächsten Schritt wichtig gehen wir auf Forscher. Man kann die Waffe nicht direkt kaufen. Also erst auf Forscher und dann könnte man die Waffe kaufen oder eben zuerst modifizieren. Um die Waffe erstmal im Anfangszustand effizient zu modifizieren, empfehlen wir den praktischen vertikalen Vordergriff für mehr Recoil-Kontrolle. Anschließend ein Muzzle Break. Hier eignet sich der praktische Mündungsfeuerdämpfer gut. Der verbessert die Steuerung, also den Recoil, um 2 Punkte. Als nächstes brauchen wir dringend ein größeres Magazin. Für günstige 3.500 kriegen wir hier ein 30-Schuss-Magazin. An den Schaft hinten kommt das Buttpad dran, der AK-Schaft-Rückschussdämpfer. Für 2.200, unglaublich günstig, verbessern wir die Recoil-Punkte um 3, was wirklich sehr, sehr effizient ist. Und zum Schluss packen wir noch ein Visier unserer Wahl drauf. Wenn man hier im Budgetbereich bleiben will, lohnt sich zum Beispiel das holographische Fernrohr Typ 2. Und damit haben wir die Waffe erstmal fertig gemoddet und können das Ganze kaufen. In dem Fall aktuell zu unglaublich günstigen 31.196 Einheiten. Das Ganze wird dann gekauft und befindet sich anschließend, wenn wir hier rausgehen, in unserem Stash. Einmal auf Vorrat klicken und dann sehen wir ganz unten die AKS, die wir eben gebaut haben. In der Alpha waren meine persönlichen Favoriten das SG-552 Sturmgewehr, super Recoil-Werte, relativ günstig noch, leicht zu modden und sehr, sehr effizient. Sowie das Sturmgewehr, die MP5, ebenfalls sehr leicht zu modden, einfach ein paar Attachments dran, auch relativ günstig und unglaublich effizient, super Recoil-Werte, also die Waffe hat auch richtig Spaß gemacht. Ein allgemeiner Tipp, grundsätzlich ist es so, bis die Ökonomie bei euch läuft, also bis ihr Geld habt und das Geld reinkommt und nicht nur weggeht, also bis ihr deutlich mit dem Spiel besser klarkommt, gilt als höchste Priorität zu extracten. Also man sollte auf eine Map gehen und sich dann bereits einen Extraktionspunkt raussuchen und diesen Extraktionspunkt dann sozusagen als Grundlage nehmen für den Raid, auf dem Weg dahin ein, zwei Dinge machen und dann rausgehen und so erstmal das Spiel kennenlernen und vor allem sich ein bisschen Geld aufbauen. Wie bei allen Extraction Loot Shootern gilt, dass Guides killt und denkt dran, euer Rucksack muss nicht voll sein zum Extracten. Extracten ist kostenlos, man kann jederzeit wieder rein, es kostet nichts, also ruhig auch mal ein Extract mehr nehmen. Um sich schnell auszurüsten, empfehle ich auf Vorrat zu gehen und das Ganze um die Waffe herum zu bauen. Wir nehmen in dem Fall unsere eben gebaute AKS. Gehen ins Startmenü, wählen die Map aus, die wir spielen möchten. Und rüsten uns dann hier im Ausrüstungsbildschirm aus, was sehr wesentlich schneller geht. Beispielsweise auf Helm sehen wir unsere verfügbaren Helme, können also direkt was anklicken oder entsprechend einen Helm kaufen. Dasselbe machen wir einmal mit der Weste, einfach die Weste ausrüsten und kaufen, einen Rucksack ausrüsten und dann noch eine schöne Weste dazu zum Tragen von Heilung und so weiter. Und dann fehlt tatsächlich noch die Munition und unsere Medikamente. Bei der Munition ist es so, dass er zuerst Munition nimmt, die wir im Stash haben. Also wir müssen nicht erst in den Stash gehen, sondern können direkt von hier aus zugreifen. In dem Fall empfehle ich für vollautomatische Waffen in der Regel 180 Schuss mindestens mitzunehmen. Ich nehme jetzt mal die grüne Munition hier mit. Und bei den Medikamenten ist es sehr, sehr wichtig, mindestens ein OP-Besteck mitzunehmen. Ich nehme das grüne mit, was wesentlich schneller geht als das Standard-OP-Kit. Dann eine Wundheilung, also wenn man blutet, Blutungen hat, lohnt sich die Wundheilung anzuwenden. Die benutzt man relativ selten, in der Alpha war es zumindest so. Aber ja, sollte man auf jeden Fall dabei haben, ist auch günstig. Und verzichtbar ebenfalls sind Schmerzmittel, ich nehme da gerne direkt diese kleinen Pillenflasche mit. Kostet nur 6.000, wir haben direkt 3 Pillen. Und zum Schluss natürlich noch die Heilung. Das Fahrzeug-Notfallset ist so das gute, günstige Ding, dauert aber relativ lange in der Anwendung. Deswegen lohnt es sich unbedingt, auch Spritzen mitzunehmen, die es verbessern. Jekto heilt zwar nicht ganz so viel, ist aber im Notfall sehr schnell appliziert. Also 2 Heilungen hier in dem Fall und eine Spritze. Das ist schon mal ein ganz gutes Loadout für den Anfang. Grundsätzlich ist es so, dass Items in verschiedene Farbklassen unterteilt werden. Wir fangen an mit Grau über Grün, Blau, Lila, Gold bis hin zu Rot. Das sind sozusagen unsere 6 Klassen. Wobei interessant, dass es am Anfang der Alpha sehr, sehr viel grüne Munition gespielt wurde. Es ist so, dass grüne Munition sozusagen von grünen Westen, also das Pendant dazu ist, also grüne Westen werden durchdrungen sozusagen von grüner Munition. Dagegen hat grüne Munition schon Probleme, durch blaue Westen durchzudringen. Das heißt, es lohnt sich frühzeitig auf blaue Westen zu wechseln, da sehr, 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 sehr viele Spieler mit grüner Munition reingehen und ihr eine viel bessere Überlebenschance habt.
Insbesondere bei den Rucksäcken sehen wir deutliche Preissprünge. Beispielsweise haben wir hier den grünen Rucksack, Preis 7.000 und Stauraum 12, also 12 Felder groß. Der nächste Rucksack kostet nur 1.000 mehr, hat aber 15 Plätze, wohingegen die nächst teureren Rucksäcke ebenfalls 15 Plätze haben. Also der Sprung wäre hier bei 7 auf 8,2, sodass sich dieser Rucksack durchaus am ehesten lohnt in dieser Kategorie. Grundsätzlich ist es so, dass man mindestens mit grüner Rüstung reingehen sollte. Sie helfen zwar nur bedingt gegen Klasse 2, also gegen die grüne Munition, allerdings ist es so, dass die Bots graue Munition haben und da bietet die Rüstung bereits einen sehr, sehr guten Schutz und teilweise wird auch Klasse 2 Munition abgehalten. Hier gilt es aber immer so ein bisschen die Meta im Auge zu behalten, was die Spieler allgemein spielen. Sind die meisten Spieler mit blauer Munition unterwegs, sollte man mindestens blau oder besser lila tragen, um diese Munitionstypen eben zu blocken. Die Operator lassen sich wie folgt einteilen. Der erste Operator, der Wolf, ist sozusagen ein PvP-Spezialist. Er hat einen Granatwerfer, sehr, sehr effektiv. Er ist super schnell in Beschleunigung, eine Rauchgranate, die man überall universell einsetzen kann. Und er kann sliden. Während Wolf also sehr mobil ist und ein bisschen aus der Entfernung kämpfen kann, ist Byron auch ein Assassine, der aber eher mitten reingeht. Er macht sozusagen einen Sprung in die gegnerische Meute, um die Gegner zu stunnen. Hat auch einen Beschleunigungsschub, eine magnetische Bombe für Schaden, damit Schiffssystem, um weniger Schaden zu bekommen durch hohe Sprünge. Ist also auch sehr universell einsetzbar und definitiv ein offensiver Operator. Stinger ist der Heiler des Teams. Er hat eine Pistole, mit der er 3 Ladungen hat, und zwar 2x3, insgesamt sogar 6 Ladungen. Er kann sich selber sehr schnell heilen, also für Solospiel auch sehr, sehr interessant. Man ist dauerhaft voll mit Leben und kann sein Team auch entsprechend, wenn man im Team reingeht, gut heilen. Er hat 2 Nebelaktionen, Nebelwand und eine Nebelrauchgranate und er hat die Möglichkeit, seinen Teammates schneller aufzuheben. Sehr, sehr schneller, aber auch defensiver Operator. Shepard ist sozusagen der Supporter im Team. Er hat mehrere Tools, mit denen er Schall nutzen kann, um die Gegner zu verwirren, aber auch um das Team zu verteidigen. So zum Beispiel Schallverteidigung, was so ein Schutzschild gibt, eine Splittergranate, die relativ effizient ist noch als Offensivgranate. Ansonsten die Schallfalle, ebenfalls um Gegner zu verlangsamen, verwirren und die Schalllähmung auch hier wieder, um die Gegner zu irritieren. Summa summarum also auch hier eher ein defensiver Charakter, der durchaus stark im Team sein kann. Die liebe Luna ist die Aufklärerin und zwar hat sie einen Pfeil, der ziemlich stark ist. Der wird über die Map geschossen und kann Feinde aufdecken. Und das Gute ist, man sieht nicht nur selbst die Feinde, sondern das ganze Team sieht die Feinde. Also sie ist eine perfekte Aufklärerin, auch fürs Team. Dann hat sie einen Volt-Pfeil, mit dem sie Gegner schocken kann. Splittergranate ebenfalls wieder Supporter, um Gegner zu beschädigen. Und eine Feindanalyse, das heißt, wenn sie Gegner anschießt, dann sieht das ganze Team den Gegner. Für sie selber ist das ziemlich cool, wenn sie auf Gegner schießt, die im Rauch sind, dann sind die Gegner vorgehoben. Aber auch das ganze Team kann eben das Feuer öffnen und damit richtig schöne Kills machen. Und last but not least haben wir die Hackclaw. Sie ist eine Assassine und zwar hat sie als ultimative Fähigkeit einen Computer, mit dem sie Gegner aufdecken kann, also ähnlich wie die Bogenschützin. Allerdings ist es hier so, dass nur sie selber die Gegner sieht. Also ganz interessant für Solospieler, auch hat sie ein Messer, mit dem sie Gegner massiven Schaden zufügen kann, eine Blitzdrohne, um Gegner ebenfalls zu irritieren. Und sie ist komplett lautlos unterwegs, also als Assassine beim Gehen und Rennen absolut leise. Also man merkt schon, das Ganze könnte für Solospieler interessant sein. Sie ist definitiv auf sich selber bedacht und sie ist ziemlich stark. In den meisten Exact Looter gibt es Scav-Runden oder Bot-Runden, wo man kostenlos an eine Runde reingehen kann. Hier gibt es das vorerst nicht, zumindest nicht in der Close Alpha gab es das nicht. Es gibt aber kostenlose Loadouts, mit denen man in normale Runden reingehen kann. Das Ganze findet man in diesem Ausrüstungsmenü und zwar geht man hier unten auf Standard-Set und hat hier verschiedene Dinge zur Auswahl. Das Ganze ist unterteilt in 3 Klassen. Einmal haben wir die Rekrut-Klasse, also hier sind die einfachsten Items. Dann haben wir die Standardklasse, was schon ziemlich gute Ausrüstungsgegenstände sind. Und dann haben wir zum Schluss noch die Elite-Setups, wo wir wirklich schon hervorragende Ausrüstung haben. Jetzt ist das Ganze so, wir haben nur eine begrenzte Anzahl an diesen Ausrüstungen und diese lassen sich unter Gutscheine auffüllen. Diese Gutscheine muss man freispielen. Die bekommt man durch tägliche Aufgaben, durch wöchentliche Aufgaben, durch den Battle Pass und so weiter und so fort. Sie sind also nicht so, dass sie sich automatisch regenerieren, sondern man muss wirklich diese Gutscheine sammeln, ein bisschen haushalten und dann entsprechend effektiv einsetzen. Achtung, Achtung, sollte man so ein kostenloses Loadout nehmen, kann man die Ausrüstung nicht modifizieren. Das heißt, wenn ihr extra Heilung mitnehmen möchtet oder bessere Munition, geht das nicht. Man muss wirklich 1:1 dieses Loadout wählen, so wie es ist. Wenn wir schon vom Battle Pass und Events reden, wo finden wir das Ganze? Das ist ein bisschen versteckt, zumindest was in der Close Alpha so. Und zwar kann man unten mehrere Menüpunkte anwählen. Neben Chat ist nämlich das mit F6 auch aufzurufende Event-Tab. Und dann nehmen wir mit F7 die Sammlung. Wenn wir einmal auf Event gehen, dann sehen wir hier verschiedene Optionen, Rekruten-Check-In, also überall Dinge, die man abholen kann, tägliche Dinge und so weiter, Herausforderungen. Oben auch noch aufpassen, das sind auch nochmal die Reiter, wo man verschiedene Dinge anwählen kann. Auch können wir im Battlefield-Modus
Punkte abholen, die wir natürlich auch im Extraction-Modus dann nutzen können. Also hier könnte sich für den einen oder anderen lohnen, durchaus beide Modi zu spielen, um die maximalen Belohnungen zu bekommen. Alles, was sie da bekommen an Gegenständen, besonderen Kisten, wer sich fragt, wo kann ich meine Kiste öffnen, wo sind die überhaupt, das finden wir in der Sammlung, also auch unter F7. Hier sehen wir sämtliche Waffen, die wir bereits besitzen. Wir sehen Dinge, die wir noch freischalten können, die Mandelbricks, die wir gesammelt haben, aber auch hier zum Beispiel die Gegenstände, hier ein Waffenauswahlpaket, was wir jetzt öffnen könnten und wo diese Belohnungen drin sind. Also all diese Belohnungen, Gutscheine und so weiter finden wir unter F7. Ein wichtiges und zentrales Element in Delta Force ist die Blackside, also die Basis sozusagen, unser Hideout, wie man es kennt. Wir gehen dazu oben auf Blackside und auch verbessern und haben dann die Möglichkeit, verschiedene Dinge aufzuwerten. Dabei besonders wichtig ist oben rechts das Angriffsbataillon. Hier haben wir zuallererst mal den Fitnessraum, und zwar ist es so, dass bei Level 1, zumindest in der Closed Alpha, bereits die maximale Ausdauer erhöht wurde. Und bei Level 1 die Ausdauerwiederherstellung 5%, bei Level 2 sogar um 10% bereits zu steigern war. Das heißt, alle unsere Operator sind schneller wieder fit, können länger und weiter rennen und regenerieren sich schneller in der Ausdauer. Das ist also sozusagen ein entscheidendes Tool, um alle Operator drastisch zu verbessern. Auch der Schießstand ist wichtig. Hier geht es nicht um den Schießstand an sich, sondern in der Close Alpha hatten wir noch die Möglichkeit, die maximale Last um 3% zu erhöhen. Also die Tragekapazität wird erhöht. Das heißt, unser Charakter kann mehr tragen, damit besser laufen, auch hier wieder mehr Ausdauer regenerieren, ist nicht zu langsam, wenn er lootet und so weiter und so fort. Also das bedeutet auch sehr, sehr, sehr viel und macht einen wichtigen Unterschied aus bei der Verbesserung aller unserer Operator. Erwähnenswert ist auch das Zentralkommando. Hier haben wir die Möglichkeit, ausstehende Auktionsbestellplätze, so nennen sie es hier, zu erhöhen. Das heißt, wir kriegen einfach einen Auktionsplatz mehr, können also mehr auf dem freien Markt verkaufen. Auch sehr interessant, gerade wenn man handelt und teure Dinge verkaufen will, dann sind die Auktionsplätze wirklich wichtig. Und damit kommen wir auch zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, nämlich dem Verkaufen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel hier diese Karte, die ich gefunden habe. Wenn ich hier auf Verkaufen gehe, sehen wir, dass sie momentan einen Wert von 520.000 hat bei normalen Händlern. Viele, viele Items lohnen sich direkt vom Händler verkauft zu werden. Das ist ganz toll in dem Game. Das heißt, wir müssen nicht alles bei dem Auktionshaus reinstellen, sondern man kann sehr, sehr viel und schnell verkaufen. Aber teure Gegenstände, die lohnen sich oft im Auktionshaus rauszugeben. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wie groß der Markt ist in diesem Auktionshaus. Dazu können wir uns im Auktionshaus hier diesen Graphen angucken von diesen Items. Hier sehen wir, wie viele Items verkauft werden und zu welchem Preis und können dann auch manuell den Preis runtersetzen, sodass wir zum Beispiel den niedrigsten Preis unterbieten oder wenn wir sehen, dass das Item gut gefragt ist, einfach ein bisschen hochsetzen in der Hoffnung, dass die günstigen Items verkauft werden und wir unser Produkt dann viel teurer verkaufen können. Beispielsweise haben wir dieses rote Item, diese Taschenuhr, und wenn wir hier auf Verkaufen gehen, dann sehen wir, dass momentan im Auktionshaus nur eine einzige Uhr zum Verkauf steht. Während wir zum Beispiel bei einem verbesserten Jektor sehen, dass das Ganze Massenware ist, wobei ich so ein Item auch nicht verkaufen will auf dem Flea Market, das würde ich direkt beim Händler verkaufen, ist ja eigentlich klar. Aber hier sehen wir die hohe Anzahl an Jektoren und die hohen Price Ranges, also hier muss man schon große Mengen unterbieten, um diese Spritze verkaufen zu können. Wer jetzt seine Auktionsplätze voll hat und nach einem Tag immer noch nichts verkaufen kann, geht hier einmal oben auf Auktion und sieht dann in der Liste oben links die Anzahl der Items, die momentan gelistet sind. Wichtig ist, wenn etwas abgelaufen ist, also wenn die Zeit von 12 oder angegebenen 24 Stunden abgelaufen ist, dann muss das Item entfernt werden manuell. Es geht nicht automatisch raus. Das heißt, diese Items können eure Liste blockieren, obwohl es gar nicht mehr zum Verkauf steht. In dem Fall könnt ihr entweder das Item entfernen, also wieder zurück in euren Stash platzieren oder erneut auf die Liste setzen, also wieder zum Verkauf anbieten und wieder einen neuen Preis ausmachen, sodass das Item wieder für 12 oder 24 Stunden verkauft werden kann. Übrigens, wenn man größere Mengen direkt an den Händler verkaufen möchte, kann man unten auf Stapelfall drauf drücken und dann einfach alles markieren, was man verkaufen möchte und die dann gemeinschaftlich unten mit verkaufen an den Händler bieten. Achtung, es passiert nichts, wenn man drauf drückt, dann fragt nochmal sicher, dass man alles verkaufen will und kann es dann verkaufen. Grober Richtwert ist so, dass rote und goldene Items durchaus auf dem Auktionshaus verkauft werden können. Also muss man natürlich bei jedem Item gucken, aber bei diesem Item lohnt sich am ehesten in der Regel. Während bei lila schon so 50-50 Chance ist, da kann man auch sehr, sehr viele lila Items direkt an Händler verkaufen. Alles, was da drunter ist, wird in der Regel direkt an Händler verkauft. Als besonderen Item gibt es eine Kartenhülle und einen Tresor. Diesen tauschen wir, indem wir einfach auf den Tresor selber draufklicken. Dann bekommen wir die Auswahl und können entsprechend weitere Gegenstände freischalten und benutzen. Dasselbe gilt für die Kartenhülle. Das Coole ist hier, dass man Karten für verschiedene Maps einlegen kann, was sehr, sehr geil ist. Dadurch muss man die Kartenhülle nicht immer tauschen über anderen Games. Und auch hier hat man die Möglichkeit, auf den Klick auf die Kartenhülle entsprechend dann andere Kartenhüllen auszuwählen.
Ab Level 8 schaltet ihr ein Ranglistensystem frei und das ist auch ziemlich cool. Hier bekommt man relativ gute Belohnungen, schöne Skins und es lohnt sich sehr, sehr oft eigentlich in der Regel immer, das Rangsystem anzumachen. Das heißt, ihr wählt sozusagen, wenn ihr eine Runde startet und die Map auswählt, einfach das Rangsystem zusätzlich aus, indem ihr unten rechts auf Rangmatch freischalten klickt. Damit wird sozusagen das Ranglistenspiel aktiviert und ab diesem Moment zählen Kills, Aktionen, Looten, also alles, was ihr in der Runde macht, zählt, gibt euch Punkte. Ein frühes Sterben zum Beispiel kann euch Punkte abziehen und so könnt ihr in Rangliste auf- und absteigen. Unter dem Reiter Abteilungen könnt ihr eure Missionen euch freischalten und anschauen. In der Missionsübersicht habt ihr so einen kleinen Baum, wo man entsprechend sieht, wie es weitergeht. Es gibt Nebenmissionen, die sozusagen enden, die sind weiß. Und es gibt grüne Missionen, die zu weiteren Missionen führen. Die sind eben grün und werden Hauptstrang genannt. Und ihr könnt dabei so viele Missionen aktiv haben, wie ihr nur möchtet. Also jede Mission, die ihr bekommt, solltet ihr in der Regel aktivieren. Und bekommt dann in der Map auch die Übersicht, welche Missionen gerade zu tun sind, auch in der Runde. Einfach M drücken und oben links dann die Missionen sehen und verfolgen. Ab und zu kann auf der Karte ein Mandelbrick erscheinen und diesen gilt es dann zu nehmen. Alle Teams werden sich draufstürzen, also das wird dann der Fokus in dieser Runde sein, wenn er mal da ist. Dieser muss dann anschließend dekodiert werden, also sobald man ihn hat, kann man zwei Punkte anwählen zum Dekodieren und dann ist der Punkt erledigt und ihr habt einen Mandelbrick-Einsatz erfüllt. In der Regel ist die Belohnung 1.000.000 Währung und das Ganze muss eben öfters gemacht werden für weitere Belohnungen. Also nicht wundern, Mandelbrick ist nicht hier Runde da. Wenn er da ist, dann werden da ziemlich viele Teams hinrennen, um den zu dekodieren. Über ein Like und Abo würde ich mich sehr freuen. Das erleichtert die Arbeit natürlich sehr. Aber vor allem die Kommentare sind wichtig. Denn gerade solche Basic Guides leben von Feedback. Was machen wir für die nächsten Basic Guides besser, wenn es dann in die Beta oder sogar in den Release geht? Also es geht wirklich um diese Grunddinge, diese Einsteiger-Dinge, die Basics. Was sollen wir da vielleicht weglassen oder vor allem hinzufügen, um die nächsten Guides zur Einstiegshilfe noch besser zu machen? Würde mich sehr interessieren. Bis dahin sage ich erstmal an dieser Stelle viel Glück, dass man Keys bekommt, für die, die keinen haben. Und viel Spaß mit Delta Force. Hasta luego. Hasta la vista. Ciao, 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 ciao.